Ein herzliches Willkommen heute aus St. Michael. In diesen letzten Tagen vom 17. bis zum 23. Dezember steigt die Erwartung auf den kommenden Messias. Seit alters her wird dies ausgedrückt in den sogenannten O-Antiphonen. Diese Gebetsrufe betrachten Christus und sein Wirken. Sie beginnen mit einem O und haben daher ihren Namen. Mit O König beginnt der Gebetsruf des heutigen Tages. Diese Rufe werden im Stundengebet, das alle Priester und Ortsleute beten, sowie in der Heiligen Messe der vorweihnachtlichen Zeit gebetet. Am 22. Dezember lautet die komplette Antiphon: O König aller Völker, du Eckstein deiner Kirche, komm und errette den Menschen, den du aus Erde gebildet. Dieser Text erinnert an Christus, der kommen soll in seine Kirche. Er ist der Herr seiner Kirche. Er will sein Licht leuchten. Ein schönes Zeichen dafür ist auch das Friedenslicht aus Bethlehem, das bereits hier in der Kirche angekommen ist. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Es ist sehr schwierig, das alleine zu machen. Da steht es. Seien Sie herzlich eingeladen, einfach in die Kirche zu kommen, mit einer kleinen Laterne von zu Hause und sich dieses Licht mitzunehmen, damit auch der Frieden, den der Herr noch bringen will, bei Ihnen zu Hause ankommen kann. Dieses Licht, es nimmt einen weiten Weg von Bethlehem und wird dann durch die Pfadfinder im Erzbistum Paderborn von Dortmund aus verteilt. Wie genau der Weg bis nach Versmold gekommen ist, kann ich nur für die letzten Meter von Halle sagen, da habe ich es nämlich abgeholt. Also seien Sie herzlich eingeladen. Ich wünsche Ihnen schon jetzt einen guten Endspurt auf Weihnachten hin mit Baum aufstellen, Haus schmücken und dann ein frohes, friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest.